Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. In diesem Video geht es heute nur um Theorie, also keine Praxis. Ich werde euch alle euren Fragen zu beantworten, versuchen zu beantworten. Und das sind natürlich nicht alle, weil wir haben viel mehr Fragen. Nur die 10 häufigst gestellten Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Es geht um unsere Gel Extension Tipps und um unser Fix-and-Go-System. Das sind einmal Fix-and-Go UV-Glue und unser Fix-and-Go Glue on Air. Und ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten. Ich bin wirklich seit 23 Jahren im Beruf. Ich bin auch seit 23 Jahren selbstständig und eine Nageldesignerin. Und ich kenne wirklich viele, viele Systeme zum Verlängern. Als ich angefangen habe, waren noch nicht mal Camouflage-Gel und French-Gel. Wir haben die Gele und auch kein Farbgel. Wir haben die Nägel also aufgefüllt oder verlängert und dann nur mit dem Nagellack lackiert. Es gab nicht mal Farbgele. Also wirklich zum Thema, bin ich kompetent oder bin ich nicht kompetent. Und viele Frauen, also viele Kunden haben gefragt, warum machst du das so viel drauf? Du machst erstmal Gel drauf und dann fallst du alles ab. Gibt es nicht so ein System, dass es einfach geklebt wird, ausgehärtet und fertig? Jetzt gibt es das System. Wir kleben unsere Tipps und die Modellage ist fertig. Ich schwöre euch, dass es hält. Wir haben diese Tipps seit Juni bei uns im Shop, bei uns im Programm. Und seitdem trage ich nichts anderes als diese Tipps. Also wirklich, ich habe alles getestet. UV-Glue, normale Gele, Acrylgele, alles habe ich ausprobiert und getestet. Und nicht nur an mir, sondern an vielen, vielen Modellen, die wir hier zu uns eingeladen haben. Also wir haben festgestellt, ich bin eigentlich kompetent genug. Ich bin wirklich seit so vielen Jahren im Nageldesign und jetzt die Revolution. Es ist wirklich eine Revolution, glaubt mir, wenn einer das ausgetestet hat, der will nichts anderes mehr anwenden. Die erste Frage von euch, die Haltbarkeit. Wie lange halten die Nägel? Also bei der richtigen Anwendung, egal mit welchem System, ob du mit unserem UV-Glue oder mit unserem Glue on Air verwendest, bei der richtigen Anwendung halten die 4 bis 5 Wochen, 3, 4, 5 Wochen, wie eine normale Modellage. Die Frage Nummer zwei, zeitaufwendig. Wie lange braucht eine Nageldesignerin, um dieses System zu machen? Also wir sagen immer, wir haben jetzt auch getestet, das sind 45 Minuten, bist du mit der Modellage fertig. Also eine halbe Stunde bist du mit den Tipps fertig, aufgeklebt und so. Und dann kannst du die Nägel entweder mit Farbe einfach überziehen oder irgendein Design zu machen. Das ist natürlich schon deine Geschichte. Wenn du Nageldesign machst, also richtig Nail Art machst, dann ist das länger, wenn nur eine Farbe auftragen. 45 Minuten dauert eine Anwendung. Und wir haben wirklich auf YouTube-Kanal, dass du gehst auf YouTube und dann gehst du auf Playlist und dann Fix-and-Go-System und dann hast du natürlich auch Videos zu deinen Fragen. Die Frage Nummer 3, ablösen. Viele von euch fragen, wie soll ich die Nägel ablösen? Also wirklich, warum will man sie ablösen? Es sind wirklich viele Verlängerungsmethoden, eine Schablone oder die normalen Tipps, die ich aufklebe und dann drauf modelliere. Wie löse ich das ab? Wie löse ich das ab? Abfeilen. Jeder weiß, dass die Nägel werden abgefeilt oder rausgewachsen. Und hier wird jeder fragen, wie kann ich die ablösen? Warum soll ich die dann überhaupt drauf machen, wenn du die ablösen möchtest? Wir verlängern die Nägel, damit eigene Nägel darunter lang werden. Dann wachsen die ganz normal. In 4 Wochen kannst du Refill machen, auffüllen machen oder auffüllen lassen. Oder ganz normal, das sind ganz normale Nägel. Also ganz normale Verlängerung, nur Modellage ist nicht oben drauf, sondern darunter. Du frierst das bisschen vielleicht mal weg, wenn du zu viel Gel, Klebergel genommen hast und dann hast du die normale Verlängerung. Dann wachsen sie ganz normal, du kürzt sie und füllst sie auf. Wir haben auch bei YouTube-Kanal und in allen Social-Media-Kanälen, so wie Facebook und Instagram, haben wir unsere Videos darüber. Und du gehst auf YouTube, Playlist, Fix-and-Go-System und dann findest du alle Videos. Die Frage Nummer 4,
Fix-and-Go-Air. Ist das Acryl oder was ist das? Das ist acrylartiges System, extra für unsere Tipps ausgesucht, getestet und auf den Markt gebracht. Also wirklich, es ist doch normales Acryl. Es gibt 1000 Sorten von Acryl und 1000 Sorten von Flüssigkeit. Das ist Pulverflüssigkeitssystem. Also ich bin kein Acryler. Ich kenne die Sorten nicht. Wie viele Leute arbeiten nicht mit Acryl und haben das noch nie gehört oder gesehen und, oder in der Hand gehabt? Deswegen sind das die Produkte, das ist Pulver und das ist Aktivator. Und die zusammen gibt es einen Kleber und damit kannst du unsere Tipps kleben. Das ist keine Revolution, sondern das Zusammentun, also Tipps und dieses Acrylpulverflüssigkeit oder Pulverflüssigkeitssystem, das ist neu von uns getestet, ausgesucht und zusammengefügt. Nur das ist eine Neuheit von uns. Deswegen, du kannst auch andere Systeme verwenden. Das liegt an dir. Teste das und sag uns Bescheid. Weil wir haben nur dieses System gefunden. Wir haben 1000 Sorten ausprobiert. Es gibt grobkörnig, feinkörnig, schnell trocken, langsam trocken. Wir haben das Richtige für uns gefunden und für euch zusammengestellt. Das ist die Neuheit von uns. Die Frage Nummer 5 oder 6. Ja, Neuheit habe ich schon gesagt. Das war die Acryl oder ist das eine Neuheit? Das ist dann eine Neuheit. Die Frage Nummer 5 und 4 habe ich zusammengefasst. Und die Frage Nummer 6, Aufbau oder Modellage. Muss man die Modellage machen? Also, wenn ich die Tipps geklebt habe, ich brauche keine Modellage drüber. Ich brauche keine Modellage, Leute. Das ist nicht auf dem Tipp, sondern unter dem Tipp. Und das ist bei der richtigen Übung und bei der richtigen Anwendung die ideale Lösung zum Verlängern. Also wirklich, testet das selber und stellt das fest und schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Erfahrungen. Wir haben so viele Fragen, so viele Kommentare, so viele Fotos von euch, auch in den Kommentaren. Teilt uns das in unseren Kommentaren oder euren Kommentaren unter jedem Video. Postet uns eure Arbeiten. Das ist wirklich dann der Hammer für die anderen, weil viele haben Fragen, wirklich. Das ist jedes Mal eine Diskussion unter dem Video. Und die Leute schreiben, das geht nicht. Und die anderen sagen, das geht, das ist super, wunderbar. Ich will nichts mehr anderes austesten und nichts mehr anderes nehmen, nur die Gel Extension Tipps von Trendmess. Freut mich, super, danke. Die Frage Nummer 7, großer Daumen. Da gibt es extra ein Video dazu. Ich habe einen Mann eingeladen, weil ich habe große Hände, aber trotzdem passen mir die Tipps. Ich bin 1,73, ich habe Schuhgröße 40, 41, ich habe große Hände und mir passen die Tipps. Nichtsdestotrotz, wenn dir die Tipps nicht passen, wir haben auf YouTube ein Video. Geh bitte auf Playlist, Fix and Go System oder auf dem Facebook-Kanal. Da kannst du auch finden, das heißt ja auch großer Daumen. Also das geht, wirklich geht. Und wir haben extra ein Video dazu gedreht und für euch reingestellt. Die Nummer 8, die Frage, die Nägel sind viel zu lang. Also bitte, wir haben 5 Sorten. Wir haben Oval, wir haben Square, wir haben Stiletto, Stiletto XXL und Ballerina. Ich kann die mit dem ganz normalen Tippcutter kürzen, wenn ich die aufgeklebt habe, knipse ich die einfach ab auf die Länge. Ich muss keine Form geben, ich kann nur, ich meine, Seitenlinien nicht feilen, sondern die Form feilen, egal was ich für Nägel haben möchte, die Länge. Entweder ich nehme Oval oder ich nehme direkt die XXL Stilettos und da kann ich alle Formen damit machen. Ich kann kurze Ballerina machen, lange Ballerina machen. Mit diesen Tipps kann ich wirklich jede Form kreieren, also es ist kein Problem. Die Frage Nummer 9, habe andere Gele benutzt und die Tipps sind abgegangen. Ich kann wirklich nur dazu sagen, bitte nimm unser System, wir haben das extra für euch und für uns erarbeitet, wir testen die, wir wissen das und das geht wirklich Fix and Go, V-Glue, wir haben das wirklich lange gesucht und jetzt gefunden, da ist die Haltbarkeit stimmt, da ist die Aushärtezeit stimmt, da ist die Konsistenz stimmt. Also wirklich in 30 Sekunden sind die Nägel fertig und das ist doch ein Wunder. So, kein Wunder, wenn du nicht unsere Produkte nimmst. Wir können nicht alles testen, wirklich. Es gibt so viele Produkte auf dem Markt. Hält das damit nicht?
Wir wissen es nicht, wir können das nicht alles testen, wir haben hier genug getestet. So, die Frage Nummer 10, klassische Modellage ist besser. Stimmt. Für dich schon. Und für mich sind diese Nägel besser. Also viele von euch schreiben, ja, ganz normale Modellage ist viel besser als diese Tipps. Das hat doch nichts mit Nageldesign zu tun. Doch, das hat was mit Nageldesign zu tun. Und das weiß ich seit 23 Jahren. Ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen und nicht nur mit meiner Kundin quatschen. Ich lasse mein Kind zum Kindergarten, irgendeine Nanny einladen, ich will Geld verdienen, ich gehe zum Studio. Ich möchte schnell, effizient, modern. Also wirklich, das ist eine moderne Geschichte. Das ist nicht steinalt, sondern das ist modern. Und wenn ich moderner Mensch bin, dann möchte ich auch alle Systeme ein bisschen kennenlernen. Deswegen eine Modellage für dich, ist das gut? Freut mich, wir haben sehr viele Modellagesysteme bei uns, sehr viele Gele, sehr viele Acrylgele. Du kannst alles von uns benutzen, austesten. Wunderbar, freut mich sehr. Diese Tipps kannst du aber benutzen für zum Beispiel einen Nagel reparieren. Du bist in 5 Minuten fertig, sonst musst du immer halbe Stunde warten. Und hier bist du in 5 Minuten fertig mit einem Nagel, wenn die Kundin kommt und sagt, mir ist ein Nagel abgebrochen. 5 Minuten, ich bin fertig. Höchstens 10 mit Lackieren und dem Ganzen. So Leute, ich bin fertig mit den Fragen. Lest die Kommentare bitte und beim Trusted Shop auf der Webseite von uns sind wirklich sehr viele, viele Kommentare und das Ganze von unseren Kunden. Auf YouTube, Social Media, Instagram, Newsletter, bitte liked uns, folgt uns und dann könnt ihr alles mitmachen. Und hast du unsere Gel Extension Tipps auch schon ausprobiert? Wir freuen uns auf deine Erfahrungen. Unter den Kommentaren, in den Kommentaren, unter jedem Video. Zeig uns deine Erfahrung. Ich freue mich, schreibt eure Fragen. Wenn deine Frage heute nicht geantwortet war, schreib uns die unter dem Video und im nächsten Video beantworten wir genau deine Frage. Ich freue mich auf euch. Dankeschön und bis bald.